Slapstick-Theater, Samuel und Eli. Das ist Samuel. Hi! Samuel war der Sohn Hannas. Hi, Mom! Hannah betete für viele Jahre, dass Gott ihr einen Sohn schenken möge. Und Gott tat es. Yeah! So gab Hannah Samuel zurück an Gott, wie sie es versprochen hatte. Und er wuchs auf im Tempel unter der Aufsicht von Eli. Als Samuel größer wurde, lernte er von Eli, wie man dient. Samuel lebte zwar im Tempel Gottes, aber er kannte Gottes Stimme nicht. Eines Nachts lag er im Bett und Gott sprach zu ihm. Dreimal. Samuel ging jedes Mal zu Eli. Mami? Nach dem dritten Mal erkannte Eli, dass Gott es war, der versuchte, mit Samuel zu sprechen. So sagt er, sag Folgendes, wenn du es wieder hörst. Sprich, Herr, dein Diener hört. Okay. Samuel machte genau das, was Eli ihm gesagt hatte. Und er hörte tatsächlich Gott. Gott erzählte ihm viele Dinge, die in Israel passieren würden. Als Samuel aufwuchs, war Gott stets an seiner Seite und alles, was Samuel vorhersagte, trat ein. Samuel war ein großartiger Prophet, weil er Gottes Stimme hörte und ihr folgte.